Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Wie ihr seht, ich bin wieder im Keller unterwegs. Das heißt, es kann nur um den Bremsenswap gehen. Und zwar sieht man hier, ich habe das Ganze schon mal versucht blank zu schleifen. Das funktioniert ganz gut mit dem Drahtbürstenaufsatz, beziehungsweise ich mache gleich einen anderen drauf. Grund, weshalb ich das neu haben möchte, ist ja einfach, damit es schicker aussieht. Weil, ja, man sieht das an der Kamera nicht so ganz gut, aber manche Ecken sind einfach nicht mehr so schön. Ja, deswegen wird das Ganze einmal neu gemacht. Das heißt, da wird jetzt der alte Lack hier runter geschliffen mit der Drahtbürste und dann kommt das Ganze neu drauf. Hier, das sind so Stellen. Das ist kein Schmutz, das ist einfach unschön mittlerweile. Und ja, das Ganze wird jetzt neu gemacht. Wobei ich immer noch mal versuchen möchte, dieses Ankerblech da loszubekommen. Das werde ich dann allerdings ohne Kamera machen. Das wird mich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit kosten. Nichtsdestotrotz, euch stelle ich beiseite, wechsle nochmal den Aufsatz und dann geht's direkt los. Was man hier sieht, ist so eine Art Unterbodenschutz. Ich weiß nicht, ob man das so gut an der Kamera erkennt. Das ist hier über die ganze, gesamte Fläche. Das heißt, das kommt jetzt auch nochmal ab. Das muss ich allerdings abkratzen mühselig. Deswegen werde ich da jetzt dran gehen. Und ja. Ja, so sieht das Ganze inzwischen aus. Also ein kleiner Zwischenstand. Ja, man sieht, hier ist noch nichts passiert und auch hier hinten nichts. Und auch hier auf der Seite hat sich bislang nicht viel getan. Übrigens, hier haben wir auch wieder diesen ekligen Schmodder dran. Hier ist er soweit ab und ist auch eigentlich relativ schön geworden. Hier muss das Ganze natürlich noch entsprechend alles gemacht werden. Hier, da, der Ring muss noch sauber gemacht werden. Ja, und das große Problem ist natürlich nach wie vor das Ankerblech. Ich hatte es ja gerade angesprochen. Das muss noch irgendwie runter. Dafür muss die ganze Narbe runter. Da hatte ich ja schon angesprochen, dass die kleinen Schrauben naja, mittlerweile auch kaputt sind. Naja, leider relativ rund gedreht jetzt. Das Problem ist halt mit dem Ausbauen immer und dem Gewinde einschneiden, weil dann kann man die Dinger auch wegschmeißen. Entsprechend muss ich mal gucken, was ich da machen kann. Da muss ich mir ein paar Lösungen vielleicht raussuchen. Nichtsdestotrotz, das Problem ist jetzt ganz einfach. Ihr seht schon, da oben das Licht ist aus. Ja, das liegt ganz einfach. Irgendwie hat es die Sicherung rausgehauen. Heißt also, ich kann natürlich jetzt nicht weitermachen. Und das ärgert mich sehr, weil die Sicherung für den Keller liegt nicht bei uns in der Wohnung oder hier im Treppenhaus, sondern beim Nachbarn. Interessanterweise, ich weiß auch nicht warum. Jedenfalls heißt das für mich, ich muss erstmal jetzt eine neue Bohrmaschine besorgen, beziehungsweise einen Akkuschrauber, damit mir das nicht nochmal passiert. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag der Bohrer den Achsschenkel nicht. Liegt wahrscheinlich daran, dass das Ding 100.000 Jahre alt ist und keinen Überspannungsschutz hat. Es ärgert mich, weil eigentlich möchte ich das Video so nicht rausbringen. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Falls ich es gleich doch bringe, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Und wenn nicht, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wie ihr seht, bin ich wieder da. Da ist immer noch der Achsschenkel. Und ich habe jetzt neues Werkzeug bestellt, quasi extra fürs Video. Und werde da entsprechend jetzt weitermachen. Ich habe auch gerade schon versucht, ob das jetzt mit dem Akkuschrauber so funktioniert, wie es soll. Es funktioniert alles, also werde ich jetzt damit weiterarbeiten, weil dann kann mir auch keine Sicherung rausfliegen. Im schlimmsten Fall stoppt das Gerät kurz, lasse ich abkühlen und dann mache ich weiter. Also es funktioniert sehr, sehr gut. Entsprechend werde ich euch jetzt beiseite stellen und dann gibt es für euch eine Timelapse und ich gebe dann mal wieder Gas.
und ich wollte noch ein bisschen was dazu sagen, warum ich das so mache. Natürlich hätte ich das auch einfach sandstrahlen lassen können, aber ihr wisst ja, ich will immer gucken, wie viel ich selber machen kann. Und da haben wir das Problem natürlich hier mit dem Radlager. Das hätte ich demontiert bekommen müssen und ihr habt ja gesehen im, glaube ich, dritten Teil des Achsschenkel-Revidieren-Glumpes, dass das Ganze nicht runter wollte und das wäre natürlich dann ärgerlich gewesen. Im Endeffekt wäre es vielleicht auch die kostengünstigere Alternative gewesen, wobei das Werkzeug, was ich jetzt gekauft habe, also den Akkuschrauber, kann ich ja multifunktional verwenden. Heißt also, ich habe den jetzt nicht nur speziell für das Video gekauft, sondern generell, weil sowas praktisch ist zu haben, und entsprechend ist das auch nicht so schlimm. Klar, dauert natürlich ein bisschen länger, aber ich sage euch, schleifen mit Hand, klar, Sandstrahlen wäre schnellste Alternative gewesen, aber dafür hätte auch alles problemlos klappen müssen, hat es in dem Fall nicht. Entsprechend mache ich jetzt weiter, ich zeige euch gleich mal das Endergebnis, seid auf jeden Fall gespannt und ich sehe schon wieder ein paar andere Teile, wo ich auch noch ein bisschen dran könnte, nicht jetzt, aber vielleicht bald mal. Und da sieht man das Ganze jetzt nochmal von vorne, also man sieht hier ist überall noch so ein bisschen Staub drin. Da sieht man das sehr gut. Das ist alles, wird alles weggemacht, wenn das Ganze mit Bremsenreiniger sauber gemacht wird. Hier wird noch einmal ein bisschen mit der Drahtbürste rangegangen. Und ja, da hatte ich ja gesagt, das geht leider nicht, obwohl ich eigentlich das Ankerblech gerne lackiert hätte. Vielleicht mache ich das, wenn das Ganze so montiert ist. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Vielleicht lasse ich es auch so, wie es ist. Und auch auf der Rückseite sieht das Ganze entsprechend aus. Ja, man sieht hier und auf der Seite, ne, sieht man das ganz gut, jawohl. Na, also das ist nicht überall so blank wie auf der anderen Seite. Man sieht das hier sehr gut. Da sind überall noch schwarze Stellen, auch da und da hinten. Das liegt ganz einfach daran, dass das reicht für den Haftgrund, um da wirklich zu haften. Und da das die Rückseite ist, naja, ist mir das nicht ganz so wichtig. Hier habe ich das Ganze noch schick gemacht. Hier kommt auf jeden Fall noch, wird noch ein bisschen abgetragen. Und da vorne, allerdings mache ich das dann morgen ohne Kamera, weil, naja, das Gerät läuft langsam heiß. Es muss also ein bisschen abkühlen und da wird vielleicht auch noch ein bisschen was abgemacht, also abgetragen. Mal gucken, da werde ich vielleicht auch nochmal drüber gehen. Auf jeden Fall die Ecke hier. Da hinten die und die auf der anderen Seite, da ist das, glaube ich, das wird noch gemacht. Und wenn ich das so sehe, fände ich das eigentlich auch voll geil, das Ding so zu lassen. Einfach nur Klarlack drüber, aber ich weiß nicht, wie haltbar das ist. Weil ich muss sagen, die Optik ist auf jeden Fall mega geil. Also es wird mir auch echt so, wird mir auch echt gut gefallen, theoretisch. Aber ich glaube, das ist nicht möglich, das echt wirklich haltbar zu kriegen. Dass sich da kein Flugrost mehr großartig bildet. Gut, mit Klarlack vielleicht, aber wenn der dann absplittert, ist auch nicht so nice. Keine Ahnung. Müsste man schauen, wäre auf jeden Fall cool, aber ich glaube, das passt auch nicht so zum Gesamtkonzept. Aber ich bin auf jeden Fall mega zufrieden. Ich weiß, es hat ein bisschen länger gedauert als Sandstrahlen oder sonst irgendwas. Aber, naja gut, ihr wisst ja, ich versuche alles möglichst selber zu machen. Und einfach nur, um auch Sachen dazu zu lernen. Und entsprechend fand ich, war das eigentlich eine gute Alternative jetzt. War die Erfahrung auf jeden Fall wert. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo. Ja, dann zeigt ihr mir, dass euch das auf jeden Fall gefällt, was ich mache. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.